Ja, das ist das Kunsthaus Graz. Ein architektonisches Meisterwerk. Eine Hommage an die amorphe Formgebung der Kunstszene der späten 50er Jahre. Und wenn Sie jetzt gelangweilt wegschauen, sind Sie genau die Person, für die dieser Film eigentlich gemacht worden ist. Sie sind wahrscheinlich nicht in Kunst interessiert, spielen lieber Videospiele oder schauen YouTube-Videos. Ich selbst gehörte auch zu dieser Gruppe, die bei einer Kunstausstellung im Stehen einschlafen konnte. Doch dann verstand ich endlich Kunst. Es ist keine Erleuchtung oder Lebenseinstellung, sondern mehr pure Freiheit. Überlegen Sie doch mal. Na, große Zeitung bitte. Sie wollen eine Zeitung kaufen. Okay. Tja, Sie müssen zahlen. 1 Euro für den Scheiß. Sie fahren auf eine rote Ampel zu. Naja, Sie müssen natürlich stehen bleiben. Wenn die geschissene Ampel da herrscht. Ihr Kind schreit in der Öffentlichkeit. Das geht doch gar nicht. Doch in der Kunst gibt es kein Reglement. Künstler schaffen Werke aus dem Nichts. Jedes ein Unikat. Und wenn man durch die futuristisch gestalteten Räume des Kunsthauses geht, sieht man, was Freiheit ist und kann sich für einen Augenblick aus der durch Gesetze bestimmten Welt ausklinken. Wenn es Ihnen also alles einmal aus dem Hals raushängt, wagen Sie doch mal einen Besuch im Kunsthaus und lassen Sie sich verwöhnen.